Ja, und damit moin moin, hallo und herzlich willkommen zu LeChuck's Revenge Monkey Island 2 Special Edition. Ja, und damit mal wieder zu einem schönen Adventure. Moin moin, ich bin der Okami, freue mich, dass du hergefunden hast. Und ja, was ist Monkey Island? Ein schönes klassisches Adventure, wirklich ein Klassiker. Zu meiner Schande noch nie gespielt habe, kann ich ja mal kurz zeigen, Erfolge. Ach nee, die seht ihr gerade nicht. Ich hätte gedacht, die wären jetzt in-game, aber da steht Spielzeit 0 Stunden. Ich hab's halt noch nicht gezockt, können wir wieder zu machen, dankeschön. Und ja, ich hatte ja Monkey Island 1 damals als Projekt gemacht, habe jetzt lange Zeit gar nichts gemacht hier auf YouTube, sondern bin mehr auf Twitch unterwegs gewesen. Aber da heute doch ein besonderes Datum ist, habe ich gedacht, motivier dich mal wieder ein bisschen. Und die Motivation ist am Ende hier drauf gefallen. Ja, warum Motivation? 6-jähriges Jubiläum vom YouTube-Kanal hier. Also eine kleine Celebration. Und ja, ich hoffe, das Projekt wird euch gefallen. Keine Sorge, meine maskierte Fresse werdet ihr nicht die ganze Zeit sehen. Die blende ich dann während des Spiels aus. Ihr werdet mich also im Endeffekt nur am Anfang und am Ende sehen zur Begrüßung und Verabschiedung. Und ansonsten werde ich vor euch verschwinden. Ja, und in dem Sinne würde ich jetzt sagen, legen wir doch einfach los. Und gleich vorweg, wie gesagt, blind. Ich habe es noch nie zu meiner Schande gespielt. Na, mal so. Die Classic Edition ist nur auf Englisch erhältlich, okay? Ja. Well, well, well. Guybrush Threepwood, you do turn up in the strangest places. Hi, Elaine. Do you think you can help me out? How did you get into this mess? It's kind of a long story. Oh, that's okay. I've got time. Well, it all started on Scab Island. Some of my admiring fans had pressured me into telling my LeChuck evaporating story once again. Yeah, LeChuck! Deep in the Caribbean, Scab Island. So I bust into the church and say, "Now you're in for it, you bilious bag of barnacle bait." And then LeChuck cries, "Guybrush, have mercy! I can't take it anymore!" Yeah, clap. I think I know how he must have felt. Yeah, if I hear this story one more time, I'm gonna be crying myself. Don't you have any new stories? Well, actually, that's why I'm here on Scab Island. I'm on a whole new adventure. Growing a mustache? No, bigger than that. A beard? No, I'm in search of treasure. The biggest treasure of them all. A treasure so valuable and so unique that haunts the dreams of every pirate on the sea. You mean Big Whoop? None other. Then why'd you come here? Okay, wir suchen also einen There's Big Whoop. No treasure on Scab Island. Well, I didn't know that before. Now I'm trying to charter a ship and look someplace else. When I return, I'll have riches galore and a whole new story. Or you'll have died trying. Either way, we won't have to hear about LeChuck anymore. Ja, und damit geht's dann, glaube ich, wohl auch. These guys wouldn't know a good story even if they paid 50 bucks for it. When I find Big Whoop, I'll become a legend among pirates for generations to come. Das ist wahrscheinlich eine Anspielung auf den Kaufpreis damals. Ja. Darf ich endlich? Ah, okay. Part 1. LeChuck's Embargo. Das Largo-Embargo. Wieso lese ich da LeChuck? Ich wollte eigentlich für... Ah, Mist, jetzt habe ich vergessen, das richtige T-Shirt dafür anzuziehen. Schande auf mein Haupt. So, okay. Erstmal gucken. Where do you think you're going, fancy pants? You ain't from these parts, are you? This is a toll bridge. Ihr wollt mich eigentlich erstmal umsehen und wie das ging. Es ist eine Bestechung. Klar, nimm mein Geld, will kein Ärger. Wer wird mich dazu zwingen? Ich sag nichts, bin Pirat! I'm a pirate. Tough guy, huh? Also ja. Help! Please! Scream as loud as you want. There's no police on Scab Island. Wer belästigt denn dann die Durchreisenden? Neuen Mantel? Ich tu Okay, put me down now and I won't have to hurt you.
Ich hätte gerne erstmal gesehen, was ich in der Tasche habe, bevor der mich ausnimmt. Hey, you're loaded. This is my lucky night. Remember, wherever you go, on sea or on land, you can't ever hide from Lago Le Grand. Aha, Le Grand, von mir aus. Tough town. I guess I should have got those traveler's checks. Traveler's checks hätte ich mit dem sollen, okay. Belebe ich. Wie geht denn hier? Warte mal kurz. Hilfe. Ist ja doch ein bisschen her, dass ich den ersten Teil gespielt habe. Steuerung. Das wollte ich nochmal kurz gucken. Lalalala. Laufe zu, linke Taste, rechte. Öffne. Verb, Auktionsauswahl, Durchbau, Inventar, Hauptmenü-Modus, umschalten. Kommentar auslösen, Zwischensequenz überspringen, Standardaktion, bewege Cursor, Gegenstände hervorheben, scrollen war es, Inventarmenü, das habe ich doch gesucht. Das habe ich gesucht. Mit F1 können wir den Modus umschalten. Gucken wir nochmal, F1. So sah es mich mal im Original aus. Und ein Achievement, alte Schule. Cool. So. Keine Objekte. Ja, wahrscheinlich hatte ich Reichtümer und er hat sie mir jetzt alle abgenommen. So, warte mal, was können wir denn damit machen? Welcome to Woodtick, no treasure hunting zone. Warte mal. Welcome to Woodtick, no treasure hunting zone. Aha. Oops, I think I broke the sign. Nö, das ist schon alles in Ordnung. So, jetzt hat er uns ernsthaft alles geklaut. Sowas in der Map? Nö. Ja, super. So, wir sind jetzt wieder arm. Help wanted, okay. Zimmermann. Oh boy, it's Buzzsaw Girl. No one touches her but me. Hey, don't touch that. No one touches her but me. War doch klar, dass ich das versuchen muss, oder? So, Nägel. Pounds and pounds of nails. I need all of them. Ich glaube, der wird nichts abgeben. It says Woody. That's me. Ja, dann reden wir doch mal mit dir. Erstmal gucken wir ihn uns an. He looks buff. Yeah. So, was ist das Problem mit diesem Largo? Nette Schürze, sind Sie ein Koch? Ich koche auch jedes Mal mit einer Säge in Meißel und einem Hammer in der Küche. Das ist ganz normal. Was ist immer schon, was ich mir schon wissen wollte. Wie viele Bäume fällt ein Biber so im Jahr? How much wood could a woodchuck chuck if a woodchuck could chuck wood? A woodchuck could chuck no amount of wood since a woodchuck can't chuck wood. Könnte fällen und würde fällen, wie viele fällen. But if a woodchuck could chuck and woodchuck some amount of wood, what amount of wood would a woodchuck chuck? Even if a woodchuck could chuck wood and even if a woodchuck would chuck wood, should a woodchuck chuck wood? Auf Deutsch geht das gar nicht gut. Das ist schön, dass wir es auf Englisch haben. A woodchuck should chuck if a woodchuck could chuck, as long as a woodchuck would chuck wood. Oh, shut up. What's the problem with that Largo guy? Oh, Vater, ich hab nichts zu trinken. Really goes against my grain. I'd like to make an end table out of him, but I don't have the guts. With all my tools, I'm still unable to create the one thing that could do this island some good. Like an all-night tattoo parlor? No. Like a voodoo doll of Largo Le Grand. Oh. Ich habe aber schon einen Hinweis, dass wir eine Voodoo-Puppe aus ihm machen müssen. Also wir brauchen wahrscheinlich Haare oder was von ihm. Nice apron. Are you some sort of chef? No, I'm a woodsmith, which gives one of us an excuse for dressing funny. I'd like to look around a bit. Sure thing. Ja. Ich glaube, hier kann man noch nicht sehr viel machen. Gucken wir uns jetzt mal weiter um. So, was haben wir denn hier? Bloody Lip. Gott, wir hätten das hier gebaut? Bloody Lip Bar and Grill. Help wanted. 1 week salary in advance. Inquire below. Okay, klingt gut. Hallo? What is he using to clean those glasses? Excuse me.
Yeah, boy? Wie läuft's Geschäft? Ein Grog, bitte. Ja, aber erstmal ein Grog. Ich habe ihr Schild draußen gesehen. Wie ist, was ist der Job? Nette Kneipe. Na, dann bis bald. Nee. Grog, please. Shaken, not stirred. Maybe you'd like a Shirley Temple instead. You're old enough. Look at my beard. That's the oldest trick in the book. Tell you what. Moment. I'll let you have some. Das ist ein Bart. Doesn't have any alcohol in it, but it's just as nasty smelling and foul tasting as that stuff grown-ups drink. Right on. Oh wait, what am I saying? I just sold the last of it to Kate. That's too bad. That's too bad. Of course, if you have some ID. Ich brauche einen Ausweis. Ein Grund, warum ich irgendwann angefangen habe, mir einen Bart wachsen zu lassen, weil es mir auf den Keks ging, mit Mitte 20 noch einen Ausweis gefragt zu werden. wer ist diese Kate, von der Sie gerade sprachen? In diesem Fall gehe ich woanders trinken. Genau! Na. I must have left my ID in my other pants. You'll have to do better than that. No ID, no service. It's the law. And let's just say I'm ich denke, hier gibt's kein Gesetz. Also zumindest keine, die es durchsetzen. It's Largo. You know, I can mix any drink there is. Make anything you could name. But I can't make the one Black thing Death. That could really do this island some good. What's that? A voodoo doll of Largo LeGrand. You there. Uh-oh. Give me my usual and put it in a real glass. Fork over the dough or you'll be serving Bloody Marys for a week. Dieser 1,50 Sitzriese terrorisiert die auch alle, oder? Die bestimmt irgendwelche Komplexe. Vielleicht sollte man ihm mal Komplexträder besorgen. Like, say, the bottom of the ocean. Boy, you just gave him all your money? I don't want to talk about it. Okay, was machen wir denn jetzt mit dir? Komm weiter hin. Excuse me. Yeah, boy? Ja, ein Glock bitte hatten wir schon. Wer ist diese Kate? Who is this Kate person? Ah, the courageous Captain Kate Capsize. Tough as steel, sharp as nails. She rents her ship out, does some freelance pirating. Her only loyalty is to the highest bidder. Don't get on her bad side. Klingt nett. Depends. Is there a good story behind it? As a matter of fact, there is. It's a story of the ghost pirate LeChuck and his gruesome demise. Heard it. This is the one where he drinks too much root beer and burps so hard he explodes, right? Not exactly. Frankly, I don't care much for stories that promote moderation in drinking. I do have a business to run, you know. I saw your sign outside. What's the job? Oh, yeah. I really should take that thing down. I hired a new cook just this morning. But if things don't work out with him, I'll let you know. Okay. Is that job available yet? Sorry. That guy I hired is doing just fine so far. Aber. Is that job available yet? Sorry. Guy hired. Ey, will den Job? Doing just fine so far. Gut. Nice. Na gut, dann bis dann, würde ich sagen. See ya. Goodie. Largo's been here. Aber das brauchen wir wahrscheinlich für die Voodoo. I don't wanna touch it with my hands. Okay. Werbeschild. It reads Jojo, appearing nightly, no cover charge. Better leave it there. Don't want to hurt business. Okay. Dann mal Klavier, Metronom. Das Oberdeck, die Tür. Benutze Spucke an der Wand. That's sick. Ja, aber. Vielleicht mit einer Schaufel? Nee, bestimmt nicht. Hey, hired help only. Ja, dann stell mich doch ein! Okay. Gut, dann müssen wir jetzt irgendwo anders hin. Wo können wir jetzt? Was haben wir denn da? Halt. Betrachte Tür. What a
dinky little door. Das ist ja auch irgendein Schild. Na, dann geh doch mal rein. Oh! Hello. Hello. Kartenzeichner. Hey, thanks. I can't see a thing without it. Können wir irgendwas klauen? Das wäre gemein. Das wäre gemein. Karte, Karte, sehen gut aus. Was er so treibt hier. Nice map. I like it too. Na gut, reden wir mal. Excuse me. Oh, yes. Hi there. Can I help you? So, hallo, ich bin Guybrush Freebrook, Geisterkiller. Hallo, ich bin Guybrush. Wer bist du? Entschuldigung, weißt du etwas über Big Whoop? Hi, I'm Guybrush Threepwood, LeChuck Busting Stud. Aha. Okay, das lief nicht so gut. Hi, I'm Guybrush. Who are you? Wally. Wally B. Feed. At your service. Gut. Okay. Ich habe ein paar Fragen über Scap Island. Weißt du was über Big Whoop? Was genau machst du hier eigentlich? Ja, das erklärt sich, glaube ich, von selber. Wie läuft das Geschäft? Okay. Ich würde mal sagen, fangen wir erstmal nach Big Whoop. Do you know anything about Big Whoop? Uh-oh, who sent you here? I should warn you, I'm heavily armed. Niemand schickt mich, ich bin freischaffend. Ich komme vom Finanzamt, ihre Akten, bitte. By the IRS. Let me see your files. The who? You better not try for my files. All my research on Big Whoop is in there. Ah. Suchst du auch nach Big Whoop? Kann ich die Akten mal sehen? Are you looking for Big Whoop too? Well, I haven't really been able to find out much hard information. What do you know about it? Ja, also ich suche danach, das war's auch schon. Ich weiß von einem unermesslichen Reichtum. Ich weiß, dass niemand seinen Ort kennt. Eigentlich weiß ich nicht allzu viel. Mach mal was. I'm looking for it and that's about it. You mean you never heard of the four men who buried it? Erzähl mir mehr. Interessiert mich aber nicht. Ja, komm, mehr! Tell me all about it. Well, all anyone knows for sure is that there was a shipwreck. The merchant vessel Elaine went down in a terrible storm. Elaine? Only four crew members survived. They washed up on a remote deserted island. Some say its name was Inky Island, but I don't believe that. So, so, du glaubst das also nicht? Was weiter beendet die Geschichte? Well, why don't you believe it? Because there's no such island. Anyway, that's where they supposedly found Big Whoop. But what is Big Whoop? Das ist die Frage. It was so 42 wahrscheinlich. Or so horrible that they never wanted anyone else to find it. So they took the map they made of the island and split it up among the four of them. And they all went their separate ways. Tolle Geschichte. Wo sind sie jetzt? Wo sind sie jetzt? Well, I don't even know their names. I'd go look them up at the Fat City Library if it weren't for this stupid Largo embargo. Of course, it could just be an old legend, but if I could just see the map of that island, I bet I could recognize the shape of the land and track it down myself. Okay, ich habe ein paar Fragen zu Scrap Island. Scab Island. Wie komme ich gerade aus Scrap? Egal, es ist, passt schon. Wie ich so schnell wie möglich weg von hier? Wie läuft das Geschäft? Where's the governor's mansion? There is no governor on Scab. This is an anarchist cooperative of pirates, cutthroats, and other criminals. A haven for roughnecks and rebels like me. The only authority on this island is that bully Largo. Das ist ganz ehrlich, der ist doch noch, ja, weicher als er hier, unser Guybrush. Ich suche nach einem Zimmer, Halbpension. Well, I hear there's a new chef down at the Bloody Lip. And the Swamp Rot Inn has all the comforts of the sea. But I think Largo's booked the whole thing. Okay. How can I get off this island as soon as possible? Good luck.
With the sailing embargo Lago's imposed on Scab, it's hard to get anywhere. Which doesn't help my business, let me tell you. Okay, weißt du was über diesen Largo? You know anything about this Largo guy? He's just the local hood, shakes down everybody in town. Nobody comes or goes from Scab because Largo makes them pay through the nose. Yeah, das sei nicht mal der einer kommt, der größer ist, stärker ist und einfach mal umhaut den kleinen Gnomen den. So, so was machst du hier what eigentlich? What exactly do you do here? I'm a cartographer. You do open heart surgery? In here? No, I'm the map-making sort of cartographer. Oh. Was für Karten zeichnest du? Ist das alles Karten zeichnen? Nur Weicheier brauchen Karten. Oh nee. What kind of maps do you make? Every kind a pirate could need. My eyes have seen the whole world. And there's not a part of it I haven't put down on paper. Maps are very, very important. So. Nicht für mich. Ich reise nicht viel. Ich halte einfach an und frage nach dem... Actually, I prefer to just stop and ask directions. That's what Magellan thought. Sorry, cartographer joke. Is longitude the sideways one, or is that latitude? I can never remember which is which. It's so cute when you lay people try to understand geography. I could try to explain it, but it would probably just go over your head. Okay. Ja. You know, I could just sit and talk about maps all day. Hey, me too. Und ich möchte zu gerne sein Monokel klauen. Only sissies use maps. Maps are very, very important. Richtig. Nicht für mich, ich reise nicht viel, okay. That's even better. With good maps, you can see the whole world without leaving your living room. Tja. Darum gibt's Google Maps. Man kann sich wunderschöne Orte angucken und muss sie niemals selbst bereisen. So, weißt du, wir könnten tagelang über Karten plaudern. Thanks. I gotta go. So, wir gucken uns hier nochmal ein bisschen um. Irgendwas müssen wir doch mal. Guck mal, du nimmst das doch. Ja, genau. Ah! Dann kann ich es aber vielleicht mopsen. Ich versuche es. Where's my monocle? Can't see a thing without my monocle. Oh, Papier. Klar, nehme ich auch mit. Jetzt haben wir schon mal das Monokel und Papier. I swear I put it right here. Reminds me of a dollhouse I once had. I mean, my sister once had. I didn't lose it. Oh, die sind echt I'll never be able to afford a new one. Oh, das ist, wir sind so How gemein. Am I supposed to work? Wir sind so fies. Dang. Hast du mir fast ja echt schon I'm such a dope. Oh. Oh. Do I do anything right? Ah, ist das gemein. Ja, und mit der fiesen Gemeinheit, würde ich sagen, sind wir mit der ersten Folge fertig. Wir speichern noch vorsichtshalber. Dann kann ich es wenigstens noch, ne, Inhalt wird gespeichert. Noch gleich rendern. Man guckt, sieht ja hier gerade die Uhrzeit, dass das heute noch rauskommt für euch. Dann sage ich an dieser Stelle vielen Dank fürs Einschalten und Zuschauen. Ich hoffe, die erste Folge hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst es mich wissen. Und ja, schaut doch mal unten in die Beschreibung rein. Da findet ihr alle möglichen Links, die wichtig sind. Und ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr mal auf Twitch vorbeischaut, denn da bin ich dann inzwischen doch deutlich aktiver und mehr unterwegs als hier und entsprechend auch Varieté, also auch verschiedenste Genres und Spiele. Und in dem Sinne vielen Dank und ja, bis zur nächsten Folge von Monkey Island 2. Gehabt euch wohl. Ciao.